Ahoi und schön, dass ihr dabei seid bei Serpent Rogue. Ich bin noch einmal aus der Einöde weggetravelt, weil mein Video davor bearbeiten musste und weil dann der Verderbnisstopp kam. Deswegen sind wir jetzt gerade wieder hier und warten kurz, bis der Sturm dann gleich einmal vorbei ist und dann gucken wir, was da oben abgeht. So, nutzen wir die Zeit hier einfach kurz, um ein paar Bärchen zu sammeln. Mal schauen, ob ein bisschen Allö da ist. Allö, 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 Allö. Nein, so fangen wir gar nicht erst an. Jute Alui. Ich glaube, jeder spricht das auch anders aus, so wie Oregano. Manche sagen Oregano, manche sagen Oregano, manche sagen Aloe. Manche sagen Aloe, nee, Aloe. Aloe? Egal. Gibt Wichtigeres bestimmt, denke ich mir wahrscheinlich. Da ist der Sturm. Habe ich mein Schwert irgendwie eben gerade? Ich habe noch mal einmal in die Truhe reingeguckt gehabt. Habe ich das aus Versehen hier irgendwie reingeschmissen? Ja. Okay, ansonsten habe ich nichts weiter gemacht. So. Euch geht's da oben allen gut. Sehr schön. Ja, Essen reicht auch noch. Hier ist der Sturm vorbei und das heißt, auf geht's. Ja, genau. Nee, ich habe nichts weiter gemacht, gerade als mein Video bearbeitet wurde. Ich habe nur mein Schwert in die Truhe getan, unbeabsichtigt. Und habe mir noch ganz normal drei Heilungstränke mitgenommen. Weil, das tut mir jetzt leid, ich unterbreche jetzt meinen Cliffhanger, ist ein bisschen scheiße, aber ich will das einmal kurz zu Ende bringen. Ich befreie noch mal einmal, oder ich kloppe noch mal die Statuen da oben kaputt, damit das Gebiet da einfach sozusagen erledigt ist. Das wird dadurch nicht weniger spannend. Nein, die ist wieder da. Nicht dein Ernst. Das ändert jetzt nichts dran. Hier wäre noch ein Rattenloch, aber nee, ganz ehrlich, ne? Nochmal die Gorgonen da oben. Okay, also wenn man Natternsteine braucht, dann kann man da hinkommen. So, euch lassen wir jetzt mal. Euch lassen wir jetzt mal so, wie ihr seid. Jetzt geht's endlich nach da oben. In den einen Zipfel, wo wir jetzt noch nicht waren. Auch wenn hier noch eine Truhe ist. So, hier. Ich würde so gerne wissen, was die fressen. Weil den würde ich mir natürlich auch mega gerne tamen. So, this is new. Und wir können hier mit Sir Skeletalos reden. Als du dich der rostigen Rüstung näherst, regt sich etwas in ihrem Inneren, etwas sehr Altes, weit Entferntes und Geschundenes. Falsch vorgelesen. Du vernimmst eine Nachricht. Die Expedition ist gescheitert, der Fluch wird stärker und die Bestien ebenso. Hätte ich Bannfluch doch nur rechtzeitig erreicht. Ein Preis, gut verborgen, und er liegt noch immer dort. Finde ihn, Wächter, bringe mir Frieden. Oh, okay, cool.
Wir haben eine neue Aufgabe. Das wird wahrscheinlich sein Schwert sein oder seine Waffe. Mist, wir brauchen hier eine Fackel, die ich sogar habe. Oh, das ist schön, das können wir anzünden, das hier auch. Hier ist auch noch eine Spektraleszenz. Zwei sogar. Moment, kommen wir hier. Oh. Okay, das geht aber eigentlich. Ich hätte jetzt gedacht, dass das schwieriger ist. Okay, den haben wir. Ich lege mir trotzdem nochmal. Ich habe ja. Ich habe Schadenstränke. Heilungstränke. Ich habe keine Schadenstränke dabei. Okay. Das muss irgendwie so gehen. Hier komme ich nicht rüber. Oh, hier gibt es richtig viele Spektralessenzen. Hier komme ich weiter. Da ist noch mal einer. Okay. Ich weiß gar nicht, wie schwer die sind. Guck mich, wie ich tragen kann. Oh, sind das viele. Hier auch. Gucken wir ganz kurz in mein Inventar. 28. Das Ding ist 52%. Weiß ja gar nicht wirklich. Hebel. Okay. Ich muss ja wahrscheinlich relativ fix hier. Da ist doch sowas wie ein Tor. Oh, bei der Fackel ist auch fast hinüber. Oh shit. Oh nein, was mache ich denn? Da muss doch noch irgendwas zum Anzünden sein eigentlich. Da. Nein, so doch nicht. Okay, meine Fackel ist hinüber. Nehmen wir mal ganz kurz einen Heiltrank. Ja, Sheet. Und hier komme ich jetzt nicht weiter.
Oh, dafür brauche ich 3 Mondsteine. Ach so. Nee, uncool, uncool. Ich gehe. Nein, lass mich. Okay, das schaffe ich so oder so nicht. Dann loote ich noch ein bisschen. Wo sollen wir denn dann weitermachen? Sollen wir uns erstmal den Schlüssel holen? Sollen wir das hier erstmal machen? Ich würde sagen, wir holen uns erstmal den Schlüssel vielleicht. Und wir holen uns erstmal den Schlüssel und danach machen wir das. So eins nach dem anderen, so ein bisschen. Ich habe auch schon überlegt. Achso, ich hätte doch 3 Schadenstränke da dabei gehabt. Dann lassen wir die erstmal hier. Natternstein. Die sind noch unbekannt. Okay, das ist gut. Dann kann ich die ja erforschen. Brianna, wo ist denn die? Wo ist denn meine andere? Hier habe ich noch welche. Zum Erforschen nehme ich mir die mal raus. So. Ach, meine Dietriche. Die hat sich eine Tomate gemopst. Ach, ich nehme mal alles raus, dann ist das nicht so verwirrend. So, du kannst eine Axt behalten zum Kämpfen. Ich glaube, das gefällt dir. Und ich schleppe mich einmal da hoch und erforsche den Rest. So, hier Kröter. Entdecke noch 5, um die bevorzugte Nahrung zu enthüllen. Okay. Das sollte im Sumpf auch relativ schnell gehen. Okay, das ist. Den Rest haben wir alles schon. So, hier ist die Klaue. Oh, kann man dann vielleicht sogar einen Lebenskrautrank plus brauen? Das wäre natürlich auch ganz geil. Ich hatte ja letztes Mal versucht, weibliche Ratte. Ich kann natürlich auch nochmal versuchen, den Mohn irgendwie erstmal wegzulassen. Vielleicht kann man ja auch das überspringen. Also vielleicht kann man ja quasi verwandeln in das, was hier in der Mitte ist. Oder man macht sich halt nur einen Weiblichkeits- und Männlichkeitstrank. Ich habe eine neue Theorie. Das werde ich mal gucken. Mal gucken, was ich gerade dabei habe. Mir fehlt eine Alraune, aber ich kann Lebenskraft. Aloe, Beere und Klaue. Heilung plus plus. Das ist ja nice. Dann müsste ein Teeblatt und das andere dann Schaden plus plus sein.
Lasst mir kurz die Probe. Lasst mich kurz forchen, das muss sein. So, schauen wir mal, ob das stimmt. Hier. Genau, das hatte ich mir nämlich auch gedacht, dass ich die noch nicht habe. So, und dann herstellen. So, also die Theorie war jetzt so. Hahaha. Die Theorie hat zumindest mal gestimmt. Und dann wäre quasi das jetzt und. Ach, ich habe ein Rattenhaar vergessen. Verdammt, der Orkst. Aber wir können dann Lebenskraft und Klaue und Teeblatt. Schaden ++, genau. Dann fehlt jetzt noch ein Verwandlungstrank, also Rattenhaare oder Unterwolle vom Hund. Habe ich gerade alles verbraucht zum Erforschen? Okay. Dann werden wir mal schauen. Ich brauche ja noch ein ganz kleines bisschen Geld. Entweder wir könnten die Quests machen. Ich habe ansonsten auch noch eine andere Idee. Und zwar hier oben war ja bei der Sekte diese Arena. Da hatte ich ja noch nicht gekämpft. Das kann aber natürlich sein. Also bei einer Arena eigentlich ist es immer so, dass man, wenn man das schafft, dass man dann halt eigentlich immer Kohle kriegt. Ne? Also zumindest jetzt so bei anderen Spielen kennt man das so. Deswegen würde ich das probieren. Ach, du bist aber. Das nehme ich alles mit und schon wieder überladen. Oh nein. Verdammt. Verdammt, verdammt. Okay, das kann ich direkt essen. Ein Weiblichkeitstrank, Arauna. Die schmeiße ich einfach weg, die ist relativ schwer. Ach, die mobst er sich. Das ist ja frech. Hallo? Du hast 8 Münzen? Mach jetzt trotzdem das hier unten. Okay, Preston. Moment, muss ich mit dir reden oder? Ah, ich kann auch hier Kampf starten. Okay. Okay. Wo ist mein Inventar? Ü.
Das ist gut. Jetzt muss ich mal gucken, dass ich die hier... Eine Ratte habe ich gleich. Das ist gar nicht so einfach, wenn man den ganzen das ganze Gedöns hier an den Hacken hat. Au! Mist! Jetzt habe ich noch daneben. So. Oh Mist. Und willst du Knochen fangen vielleicht? Ah, shit, der greift so schnell an. Okay. Meine ganzen... Das ist aber eine knappe Kiste. Oh nein, scheiße. Oh nein. Der Gefallene ist zurück. Bücher kämpfen, bis ihre Fäuste verrotten und sie vergessen sind. Du hingegen, du bist eine besondere Kreatur. Erschaffen, um standzuhalten, wo andere stürzen. Na, das tröstet mich jetzt nicht, mein ganzer Stuff ist weg. Ach nein, ich hatte gar keinen Stuff drin. Das heißt, ich habe. Das heißt, es ist anscheinend egal, weil ich sehe, gerade unten im Inventar habe ich ihn. Ja, nicht so wild, ich probiere das einfach nochmal. Nee, hier habe ich alles. Ach, dann probiere ich das doch nochmal. Oh, sorry, jetzt juckt meine Nase. Entschuldigung. Tut mir leid. Okay, diesmal. Shit. Glas ist kaputt. Ich sollte das Glas echt aufsparen für den Hund. Ne? Oh nein, meine Nase juckt, ich muss niesen.
Ich habe die eine Ratte schon verkrüppelt, was auch immer bei ihr verkrüppelt sein kann. So. Ah, dieses blöde ins Inventar. Okay, das macht gleich null Schaden. Das macht echt wenig Schaden. Entschuldigung. Gut. Jetzt ist er verkrüppelt. Meine Nase juckt immer noch. Ich muss immer noch niesen. Oh Gott, was ist denn los? Ich bin allergisch gegen Verderbnishunde. Ah, geschafft. Mit dem letzten Schlag war das Glas auch kaputt. Seelen kommen und Seelen gehen. Sie alle führt der Weg durch den Limbus. Du hast sie erlöst, Wächter. Danke. Münze erhalten, wie ich hoffe, ich habe nicht nur eine Münze erhalten. 79. Okay, ich glaube, ich hatte vorher 59, also habe ich 20 Tacken gemacht mit meinem Kampf, meinem Arena-Kampf. Und ja, ich hätte jetzt auf jeden Fall genug für den Schlüssel. Ich denke mal, ich mache die anderen Arena-Kämpfe aber auch noch. Einfach mal um zu gucken, wie schwer die sind. Und ich meine, lukrativ ist ja schon. Also, und ich brauche ja immer Geld, auch für Seelen und so weiter. Deswegen mache ich das beim nächsten Mal einfach direkt weiter. Okay, ich gehe mich erstmal ausniesen und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Schön, dass du mitgeguckt hast und ich hoffe, es hat dir gefallen. Bis dahin und mach's gut. Tschüss.